Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu Napoleon Total War und diesmal auch am Sonntag. Und habt ihr die Feiertage gut überstanden? Ich hoffe es für euch und ich hoffe, ihr habt euren Magen nicht zu sehr verrenkt, denn das ist ja die Jahreszeit, beziehungsweise, ja man nenne es Jahreszeit. Wenn die vom Karneval sich die fünfte Jahreszeit nennen dürfen, darf ich Weihnachten auch eine Jahreszeit nennen. Das ist ja die Zeit oder die Jahreszeit letztendlich, die ja, am meisten auf den Magen geht. Wer Sodbrennen hat, sollte sich besser viele Tabletten einstecken. So, wir haben ja, soweit ich mich noch irgendwie entsinnen kann, hatten wir den Plan, dass wir Sardinien fertig machen. Rest Frankreichs und, wenn es vielleicht noch klappt, hier die Balearischen Inseln. Und auf jeden Fall auch diesen Hafen befreien und ausbauen. Toll, das ist ja eine billige Werft. Oh, naja. Okay. Also, diese Runde wird's eh noch nix. Deswegen jagen wir die mal kurz da raus. Oder? Wir schnappen auf jeden Fall uns schon mal. Warte mal. Hier. Hier haben wir Dutzende Milizen. Wenn dieser mal da weg ist, könnte ich den sogar schon da runter schicken. Dann hätten wir nämlich einen vollen Trupp. Und dann zwei Milizen. Wenn dann einer nachkommt, okay, wunderbar. Passt. Beziehungsweise ich könnte ihn auch jetzt schon vorbeischicken, weil die kommen bis hierhin. Dementsprechend. Ich gehe mal kein Risiko ein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Jo, auf jeden Fall hier. Der Agent, ja, der macht erstmal gar nichts. Bordeaux wird gerade belagert mit unserem werten Freund, den Napoleon. Der will mal wieder zum x-ten Mal auferstehen von den Toten. Junge, du bist nicht Jesus. Du bist nicht Jesus. Und ja, was machen wir dann? Wir haben dann 15.000. Im Prinzip können wir diese Runde dann nichts mehr machen. Wir haben hier unseren Trupp hingestellt, weil ich spekuliere, dass die hier über die Brücke gehen. Und diesen Trupp kann ich noch nicht losschicken, weil hier die Kürassiere noch zu sehr angeschlagen sind. Das wird auf jeden Fall noch dauern. Das Problem ist halt, dass hier schon wieder neue Truppen nachkommen. Und das ätzt halt. Das wird auf diese Weise auch nicht besser, wenn ich länger und länger warte. Was mache ich da jetzt am schlauesten? Das hier ist alles voll ausgebaut. Ja, dann könnten wir eigentlich hier dicke Goldminen ausbauen, weil im Prinzip fehlt uns jetzt gerade das Geld für alles so ungefähr. Und die Goldminen, die bringen ja auch globalen Wohlstand. Und zwar hier plus 2 Städte Wohlstand pro Runde in ihren Provinzen. Das ist verdammt geil. Und plus 40 in der Hauptprovinz. Leck mir am Arsch. Also ja, das hier ist ordentlich Wohlstand in Wien. Ja, hier, wie man sehen kann, 8600 mit plus 10 Zufriedenheit, allein von der Unterklasse und von der Oberklasse wollen wir erst gar nicht reden. Aber wir können ja auch hier sogar das ausbauen. Oh, gedreckt. Hier haben wir noch ein Gericht. Also ich würde noch irgendwo gerne ein Gericht bauen. Also hier ist schon eins, hier ist noch keins. Oh, dann mache ich das aber mal hier. Das ist ja zu verlockend. Vor allem, weil wir hier ein Bankhaus haben und bereits einen industriellen Eisenkomplex. Das heißt, mehr Besteuerung ist auf jeden Fall Bombe. So, dann schauen wir mal, was die Franzosen denn so machen. Ja, zunächst einmal werden wir hier in unseren Hafen reingehen. Das ist klar. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, das ist richtig blöd. Jetzt kommen die Franzosen mit ihren Schiffen. Scheiße, da war ja was. Deswegen wollte ich sie ja eigentlich so schnell wie möglich vernichten, wie es irgend geht. Ah, das ist einfach nur bitter. Das habe ich total vergessen. Nein! Darauf erstmal einen Kaffee. Ja, 9:30 Uhr, Samstagmorgens, zweiter Weihnachtsfeiertag. Ich muss aufnehmen. Ah, und da wären sie sich. Und das war's, meine Freunde aus Sizilien. Meine Insel,
Und vor allem, da ist ja auch eine Goldmine drauf. Das heißt, ganz so wenig wird das ja auch nicht bringen. Das wird sogar ein bisschen Wohlstand bringen, ein bisschen viel. Und ich bringe auch Wohlstand auf die Insel. So. Also die Jäger, die sind ja inzwischen komplett ausrangiert. Die sind gerade mal noch Schutztrupp für den General. Beziehungsweise für die Leibwache des Generals. Also ein Schutztrupp für einen Schutztrupp. Nicht vergessen, das ist gut. So, da haben sie wieder das Diamant gebildet. Super, die, joppa, du. Wait. Ah, scheiße, da war wieder der Jäger dabei. Du bildest eine Gruppe mit dem General. So, dankeschön. Dann kann ich hier hin. Jo. Ich würde sagen, das passt. Was ist denn hier noch so alles? Also das ist für die Artillerie und das? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auf Anhieb nicht. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall so hier diese Stacheldraht, genau. Stachelpflöcke nenne ich es jetzt einfach mal. Pflöcke. Hier machen. Ja, perfekt in die falsche Richtung. Jawohl. Easy. So. Zack. Danke. Ja, ja, das ist ein bisschen unsauber. Das korrigiere ich noch. Schon wieder aus der falschen Richtung. So. Also, wir sehen es hier. So, sobald hier keine solchen kleinen Hückel mehr sind, hier noch irgendwo. Ja, da steht mal wieder einer hinten. Da stehen ein paar Leute hinten. Ja, aber das ist jetzt mal mehr genehm als sonst. Also, ich lasse es jetzt einfach so. Vor allem, weil es ja jetzt tatsächlich nicht um Leben und Tod geht. Und hier tue ich dann meine Pferdchen hin. Und los. So. Ist natürlich klar, dass die jetzt hier angreifen werden. Das werden wir höchstwahrscheinlich gleich sofort sehen. Höchstwahrscheinlich gleich sofort. Dem Deutsch ist super. Oh, doch nicht. Die gehen nach links. Oh, das finde ich super, dass ihr nach links geht. Das ist ja ein Träumchen. So, da ist der General. So, dann geht ihr mal hier hin. Und das Ganze mit dem Laufschritt. Hier ist kein Kaffeekränzchen. Oh, der General kommt. Dann braucht ihr gar nicht so weit vor. Dann könnt ihr sogar so hin. Oh, das Diamant hat sich getrennt. Jetzt könnt ihr gehen. Der General ist stehen geblieben. Jetzt geht er weiter. Ich würde sagen, wir gehen nur. Das ist so wie ein schlechter Spion. Einfach stehen bleiben, sobald man gesehen wird. So, wo gehen die jetzt hin? Gehen die jetzt dahin? Auf diese? Oh, 26. Ja, stimmt. Das ist eine schwache Seite von mir. So. Einfach so ganz billig mit denen so hinterhergehen. Ja, das ist klar, dass die jetzt auf den gehen. Verdammt. Ist natürlich in der Tat wirklich sehr schlecht. Verdammt. Ah, jetzt tut sich was. Stopp. Jetzt gehen die vor. Ich warte nur, dass ihr euch bewegt. Mein Trupp steht bereit. Na? Hallo? Ihr seht mich nicht. Husaren geht. Ach, jetzt gehen die noch zu denen vor.
Didim. 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 Dim 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 dim. Eieieiei. Da ist einer schon ganz schön schwach. Ja, und du würdest jetzt vielleicht mal bitte auch angreifen? Dankeschön. Eilandsack! Ist das ein Kamikaze-Jäger? Ja, leg mir Marsch. Los, dann alle rein. Kaffeekränzchen oder was hier? Oh! Leibwache ist wieder da. General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Oder so. Kann man auch machen, ne? wir lassen es mal lieber. Das war's. Also, letztendlich haben wir alles gerade mit unseren Spionpferden gemacht. Oh ja, das war's. Tschüss. Sizilien ist meins. Friedlich besetzen natürlich. Plündern könnten wir sogar. Und es würde noch eine neutrale Haltung haben. Boah, 5000 Geld. Einfach so. Aber wir müssten ja alles wieder reparieren. Und ganz ehrlich, nee. Plünderung resultiert in erheblichen Schaden an sämtlichen Gebäuden einer Siedlung. Ja, ich muss sagen, es lohnt nicht. Lohnt nicht. So, die Spanier. Was machen sie denn jetzt, unsere Freunde? Aus dem Süden. Och, nö. Jetzt ziehen sie sich erstmal wieder zurück und sammeln einen größeren Trupp. Alles klar. Dann würde ich aber trotzdem ganz gerne... Okay, that's it. Provinz erobert, Sardinien. Jetzt können wir endlich Sardinen in der Büchse machen. What? Wait, da stimmt was nicht. Da fehlt eine Einheit. Hatte ich die schon immer nicht? Kann sein. Ich weiß es aber nicht. Oh, Alter, das ist bereits ein Trockendock. Verdammt. Ja, nochmal mal einen kommerziellen Hafen trotzdem draus. Rekrutierung, verdammt, geht nicht, weil kaputt. Fraktion vernichtet, Königreich Sardinien. Ja, denke ich mir. Oh. Plus 5 auf Geheimaktionen, Infiltrationsmodus. Mission. Mission. Modus, genau. Das ist ein Modus. Verdammt nochmal. Ach, ja. Die Armee habe ich komplett hier. Wie schaut denn da meine Erfolgswahrscheinlichkeit aus? Sabotage? Ein Moment, ich mach... Quick Save geht nicht, oder? Ah ja, okay, hier. Ich könnte das große Museum mit einer Wahrscheinlichkeit von 42% kaputt machen. Aber dafür ist der Wohlstand noch zu groß, dafür, dass sich's lohnen würde. Oh, ein Baubericht. Oh, einige gepflasterte Straßen. Der Handelshafen Korsika, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und ein Magistrat in Korsika. Das ist auch sehr gut. Okay. Also, die Armee ist extremst geschwächt. Und diese Armee muss jetzt schnell zusammengelegt werden. Es geht nicht anders. Wir brauchen hier oben die Rekrutierung von Kürassieren. Oder, warte mal. War hier nicht schon... Oh mein Gott, das ist aber da. Hier ist ein Trupp doch schon unterwegs. Kürassiere los! Und jetzt go! Go, go, go! Dankeschön. Warte mal, 6 Pfünder Artillerie? Habe ich aus Versehen 6 Pfünder Fußartillerie gemacht und nicht, Haubitzen? Scheiße. Ei, das, ja. Genau. Ich hab hier jetzt diese Teile. Die sind hier. Wait, wo sind denn die? Irgendwo hier in einem Trupp sind die komplett useless. Gammeln die hier irgendwo rum? In welchem Trupp sind die denn? Da sind Haubitzen. Da sind keine Kanonen, das heißt, da kommen Haubitzen rein.
weil ich die Artillerie irgendwo anders abgestellt habe. Hier sind nur Jäger und also leichte Infanterie und Pferde. Sag mal, wo sind denn die? Habe ich es vielleicht schon gelöscht? Ah, ist auch gut. Sind es kurz weiter. Verdammt. Und jetzt habe ich noch mehr von diesen rekrutiert. Mann, 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 Mann. Tschüss. Verdammt. Kann ich noch mal rekrutieren? Was? So. Dann machen wir halt jetzt Haubitzen. Mann, was mache ich damit? 6 Pfünder Fußartillerie, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. So, wie viel kommt denn da eigentlich nach? 5. Wieso kommen da 5 nach? Vor allem, was sollen die ersetzen? Verdammt, immer wenn ich hier irgendwas neu mache und so, dann, oder Aufnahmesession, Wechsel und so, das ist alles kacke. Also. Hier die Husaren werden ersetzt durch Kürassiere. Die Kürassiere sind wiederum dann nur zu dritt, weil ich 2 an den Trupp hier abgebe. Das heißt, dann habe ich hier nur 3 Pferde statt 4. Ist aber eigentlich nicht so schlimm, denn hier sind ja die ungarischen Füsiliere, die sind stark. Die deutsche Linieninfanterie müsste ich eigentlich auch bereithalten, denn... Ach ja, hier müsste ich ja auch noch dann die Pferde austauschen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall schon mal dann einen Satz hier nochmal rekrutieren. Ja, verdammt. Lohnt nicht, weil die Leiste hier so gut wie voll ist. Ja, wobei, lohnt schon. Komm, gib ihm. Also. Ich muss... Ungarische Füsiliere muss ich nicht rekrutieren. Ich habe hier komplett keine Artillerie drin. Das heißt, ich brauche eigentlich keine deutsche Füsiliere mehr, weil die dann eh rausgeschmissen werden. Heieieiei. Hilfe. Taktikmanagement vom anderen Stern. So. Zusammenlegen. Zusammenlegen. Ah ja, okay, dann gehst du hier rein. Tschüss, raus mit dir. Ausbauen. Aber schleunigst. Schleunigst. Ja, genau. Schleunigst. Oder schleunigst. Oder was auch immer. Wie auch immer man das aussprechen mag. Spricht ja jeder anders aus, ne? So, und jetzt kann ich diesen wunderschönen Trupp hier nehmen und einfach mal angreifen. Halt. Scheiße. Das ist schlecht. Das ist verdammt kacke. Ich muss erstmal diesen Trupp hier weggehen lassen. Verdammt, eine Runde muss ich noch warten. Und eine Runde mehr heißt hier. Verdammt. Schnell ab hier in das Trockendock rein. Und ihr auch ganz schnell weiter. Weil euch muss ich irgendwie ganz schnell an die Küste bekommen. Nach Marseille. In Marseille könnt ihr euch dann in Ruhe regenerieren und so weiter und so fort. Und dann passt alles. Dann ist alles tutti. So, Jo. Was mache ich hier dann noch, ne? Also, die Pferde kommen nach. Der General auch für den Trupp hier oben. Dann kann ich eigentlich, wenn die hier schon so weit weg sind, kann ich eigentlich schon mal die 2 jetzt hier runterschicken. Dahin. Jo, die sind unterwegs. Die kommen zum Glück auch echt weit. Ein Hoch auf geteerte Straßen. Reparieren werde ich in Frankreich ganz sicher nichts. Weil das geht definitiv in die Hose und die machen es mir wieder kaputt. Bordeaux anzugreifen. Lohnt sich einfach nicht. So, hier ist nun eine Karonadenfregatte. Wir müssten eigentlich auch mal ein bisschen mehr wieder auf Schiffe setzen. Also so einen richtig schönen, fetten Bescher-Trupp hier im Mittelmeer, das wäre durchaus schon ganz nett. Andererseits, auch hier ist wieder die Frage, lohnt es sich? Weil letztendlich, wenn wir dann die Franzosen gleich vernichtet haben, haben wir eine sehr große Seemacht weg. Die Briten werden wir nie angreifen. Und die Spanier, ja, so what, da muss ich halt ein bisschen Sneaky-Beaky-Action machen. Das Einzige, was halt ein bisschen kacke sein wird, ist hier, wenn ich dann tatsächlich noch das Osmanische Reich angreife, weil, gehen wir mal davon aus, sie haben ein paar Schiffe, dann muss ich ja diesen Handelsschifftrupp irgendwie beschützen,
Weil 2000 Gold sind 2000 Gold. Wir sind zwar 15.000 im Plus, da kann man das durchaus dann mal verkraften, 2000 abzugeben. Aber was nicht muss, das nicht muss. So, was haben wir denn hier lauter Lappen, Mann? Das kann nicht wahr sein. Eieieiei, das ist doch echt. Wo zum Geier werden eigentlich unsere Waren die ganze Zeit jetzt geklaut? Hier. Ja, von diesem Dreckspanier. Und, nö, sonst nicht. Okay. Ja, sonst nicht, okay. Wunderbar, wunderbar. So, Träumchen. Und bum 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 bum. So, hab ich gerade getrunken. Ich kann im Prinzip eh nichts machen. Ich muss warten, bis die Spanier sich vielleicht, bis ich Glück hab und die sich bündeln. Jetzt ziehen sie sich wieder zurück. Kann es sein, weil ich den Hafen jetzt besetzt hab und die wollten da rein. Ja, das wäre natürlich ein kluger Schachzug gewesen. Das heißt, dadurch habe ich mir nochmal Zeit verschafft ohne Ende. Das ist sehr genial. Ah, was macht der Russe da andauernd mit seinen scheiß Truppenbewegungen? Aus diesem Grund will ich den Russen auch nicht angreifen, weil sein Land ist riesig und ich habe keine Ahnung, wo welche Truppen stehen. Oh, Sachsen. Was macht Sachsen da? Greifen die Kassel an? Heilige Scheiße. Tatsächlich. Nee, halt, sie sind verbündet. Doch, die greifen es an. Okay. What the fuck, ey. Sogar diese Kleinstaaten sind ineinander verkriegt. Das, weißt du, die sollten sich ja wenigstens verbünden, um dann gegen die Großen anzukommen. Aber nee, die bekriegen sich auch noch gegenseitig, schwächen sich. Dann kommt der Preuße und sagt, Dankeschön, ich komme da mal vorbei und nimm euch beide. So, L'Espagne. Ach, nö. Ja, der geht jetzt wieder da hoch. Oh Gott, der geht da rum. Wieso geht er da rum? Das darf der nicht. Oh! Verdammt nochmal. Klar kommt der jetzt da wieder zur Verstärkung. Ah, ich könnte kotzen gerade. Ein ganz klein wenig. So, Spionagenetzwerk aufgebaut. Ja, wo denn? Ach, in Toulouse. Okay, ja. Wunderbar. So, ja. Ich hab's gesehen, dass ihr zwei da hier... Und es gibt einen neuen General, den Karl Philipp zu Schwarzenberg. Schwarzenberg. dann gucken wir doch mal. Was kann der denn? Karl Philipp zu Schwarzenberg. Der ist gar nicht schlecht. Plus 3 Kommandieren bei Führen von Kavallerieeinheiten, plus 2 Bewegungsreichweite. Ja, das ist nicht schlecht. Berufungsgericht, Handelshafen, industrieller Eisenkomplex. Ist der da schon fertig? Ne, das war ein anderer. Das kann nicht sein, dass der schon... Halt, den habe ich nicht ausgebaut. Ah, ich habe letztens eine Goldmine ausgebaut. Ha, okay. Dementsprechend kann es gar nicht derselbe sein. Ah, jetzt läuft der hier rum. Das heißt, der wird... Wie weit kommt denn der jetzt dann? Auf jeden Fall bis Paris oder bis Rennes. Das heißt, ich muss ihn hier abfangen. Da. Also wenn er durch die Pampa hier geht, kann ich ihn auf jeden Fall abfangen. Der könnte vielleicht noch so sneaky peeky rum. Das könnte vielleicht gerade so klappen. Aber ich würde es als Spieler jetzt nicht riskieren. Ich würde ganz gern hier tatsächlich... Kann ich den Typen da drin töten? Nö, ich komme da gar nicht mehr rein. Aber hier. Armee sabotieren. Verdammt. Das war's dann mit meinem Agenten. Na gut. Das erste Mal schiefgegangen. Hey. Oder das zweite Mal. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das zweite Mal ist es schon schiefgegangen. Aber das erste Mal, dass er hingerichtet wurde. Jo. Und jetzt kann ich eigentlich sogar... Nee, ich will jetzt angreifen. Fuck, ich komme eh nicht dahin. Dann gehen wir erstmal in den Markt rein. So, ihr zwei geht da rein, ihr geht da rein, los. Verdammt nochmal, hat ja super funktioniert. Kann ich die eine Miliz schon, ja, wunderbar, und dich schicke ich hier zurück. Wunderbar, wunderbar, wunderbar,
Was gibt's denn hier noch? Ah, also hier die drei Schiffe, die müssen irgendwie darüber laufen dann. Wieso klappt es nicht? Ist die Bewegungsreichweite so gering wirklich? Dann muss ich in den anderen Hafen rein und dann weiter. Das, Mann. So, rekrutieren, zwei Landeinheiten. Die Garnison wird das Garnison, glaube ich, wird zum Magistrat umgebaut. In der Zwischenzeit kann lässig hier die zwei Milizen rekrutiert werden. Die zwei Landwehren. Also so viel zum Thema. Ich nehme die beiden ein und die Balearen und... Ja gut, zumindest habe ich Sizilien eingenommen. Das ist doch schon mal etwas, oder? Etwas? Also wie schaut es da jetzt eigentlich aus, diplomatisch? Das möchte ich jetzt mal ganz kurz wissen. Wir haben Sachsen. Die sind im Krieg mit Preußen und Russland. Und Handelspartner Hessen? Ja, die sind doch miteinander verbündet. Ja. Ach, dann haben da die Preußen angegriffen und die gleichzeitig... Oh, um Gottes Willen. Preußen, was soll der Mist? Hör auf, die Kleinen so zu penetrieren. Das kannst du doch nicht bringen als Großmacht. Holzfällerlager. Oh, süß. Dass in Paris so in so einer großen Provinz noch so ein kleines Lager existiert. So. Weingüter werden hier jetzt erstmal gebaut. Die Provinz muss ein bisschen gepusht werden. Kann ja nicht wahr sein. Ja, Bordeaux könnte ich jetzt angreifen. Die Truppen stehen auch in nächste Runde. Also nächste Runde sind sie bereit. Ja, dann könnten wir loslegen. Das Ding ist halt einfach, dass ich... Ja, ich schicke die jetzt einfach los. Komm, hier drauf. Los. Aufs Schiff mit euch. Hier, die sind ein bisschen böse. Dann zahlt ihr halt eine Runde keine Steuern. Und die Marine geht in den nächsten Hafen. Und von dem Hafen sollten wir doch lässig nach Toulon kommen, oder? Sonst fresse ich einen Besen, Mann. Nee, ich sag sowas besser nicht, sonst muss ich am Ende wirklich noch einen Vlog machen, wo ich einen Besen fresse. Nee, so läuft der Hase aber gar nicht. Mann, entweder den Typen... Naja, gut, wie schaut's da aus? Inzwischen ist die Verstärkung halt von den Spaniern da, das ist halt richtig bitter. Aber schlussendlich, ob ich sie in Form der Verstärkung... besiege oder separat, wenn ich in der Stadt bin, macht für mich persönlich jetzt keinen Unterschied. Es ist halt ausgerechnet der schwächere Trupp, der jetzt gerade die heftigen abbekommt. Lass ich sie mal angreifen. Ich glaube, das ist besser. Dadurch haben sie auch ein ganz anderes Angriffsmuster, glaube ich, in der Schlacht. Also warte ich noch eine Runde. Sabralot. Das ist ja verrückt. Verrückt. So, ihr geht weiter, ihr fahrt weiter. Hier die Goldmine könnte ich ausbauen. Zack. Jetzt habe ich noch 6000. Für den 6000 könnte ich hier diese Weingüter ausbauen. Ich könnte hier in der Stadt einiges ausbauen. Was könnte ich noch ausbauen? Ich könnte hier ein Gericht bauen. Das ist mir auch nicht schlecht. Was gibt es denn hier noch? Könnte ich hier ein großes Museum bauen, aber die Leute sind halt eh schon glücklich, also so what, es wird halt, ja, es glaube ich wird ein bisschen Städtewohlstand bringen, oder? Ja, 16 anstatt 12, ja, also nochmal plus 4 pro Runde ist prinzipiell nicht schlecht, kann man nicht sagen, aber ist halt die Frage. Hier eine Fabrik, ja, ich meine, ich habe bisher nur eine Manufaktur. Hier auch. Aber ich kann nicht beide ausbauen. Dafür fehlt es mir genau an 100. Verdammt. Ach, du heilige Scheiße. Magistrat. Fabrik. Opernhaus. Go. Entschieden. Fertig. Oh, jetzt wehren sie sich. Jetzt wehren sie sich. Das war klar. Aber ich habe ja gesagt, ich lasse sie angreifen. Verdammt, der Kaffee ist kalt. Ja, ich habe den Kaffee mir ungefähr 10 Minuten vor der Aufnahme geholt. Die Aufnahme geht jetzt inzwischen schon eine halbe Stunde. Ich würde sagen, Kaffee mit Milch wird... Ist klar, dass das nach 40 Minuten kalt ist. Bah.
Das muss echt nicht sein. So. Hab hinter mir da so, hinterm Fernseher, also wenn ihr mein Zimmer ja so kennt aus ein paar Vlogs oder so, dann hab ich hier hinter mir eine Schrankwand und daneben ist ein Fernseher und dazwischen ist noch, oh ja, das Ganze steht auf so einem TV-Podest, auf so einer kleinen flachen Kommode und da habe ich meinen Abstellscheiß für alles Mögliche. Das wird sogar tatsächlich eine ebenwürdige Schlacht, muss ich gerade feststellen, weil die verdammt nochmal den schwächeren Trupp angegriffen haben, wo keine Kanonen da sind. Immer noch nicht. Verdammt. Das wird tatsächlich nicht easy. Weil ich jetzt Verteidiger bin, habe ich keine Ahnung, was die jetzt für Truppen haben oder was. Also ich weiß, dass die... Moment. Die Spanier hatten keine Artillerie, glaube ich. Die hatten Pferde- und Linieninfanteristen. Und die... Ach, sei ruhig. Und die... Ja, und die Franzosen hatten, glaube ich, nur Miliz oder Bürgerwehr. Ihr zwei seid da drüben schon. Okay. Nee, seid ihr nicht. Ich habe euch einfach nur nicht richtig ausgewählt. Dann geht so hin. Diamant. Zack. Gruppe. Ihr beide. Diamant. Zack. Hallo. Hier rüber. Tschüss. Tschüss. Und ihr, was mache ich mit euch? Also ich müsste euch jetzt tatsächlich mal in eine Formation bringen, die nicht nur aus einer sturen Linie besteht. Was ich machen könnte, wäre vielleicht wir haben doch verschiedene Formationen, oder? Wir haben doch verschiedene Formationstypen. Kopierungsfenster. Ah, guck an. Da haben wir verschiedene. Normale Doppellinie. Abgeschirmte Doppellinie. Ach so. Das ist dann wirklich so global. Also für alle, oder wie? Mir scheint so. Normale Dreifachlinie, integrierte Artillerie-Dreifachlinie, große Batterie, Kolonne mit... Okay. Naja, gut. Scheint irgendwie mehr und so zu sein. Generalstab geht ein bisschen hinter. Und am besten wäre, glaube ich, wenn ich hier so einen leichten Kreis mache. Und mich hinter diesen, ja, Pflöcken verstecke. Also Holzpflock-Konstruktionen, die spitz sind und dem Pferd sein Tod bedeuten. Wenn ich das hier so ganz leicht abgerundet mache. Und mich hier in der Linie dann dahinter verstecke. Das wäre nicht schlecht. Jo, mach ich. Also, gehen wir da mal raus. Du machst hier. Zack. Ich muss jetzt euch alle irgendwie möglichst rund aufstellen. Wait. Geht's auch nach links und rechts? Nein. Kann ich nicht. Das kann ich nur so machen. Das ist kacke. Dann mach ich so und schieb euch nach vorne. Und wenn ich jetzt... Nee. Das ist kacke. Außerdem ist es viel zu weit. So. Verdammt! Jetzt ist es wieder nicht rund. Ah! Probleme eines Perfektionisten, oder wie? Halt. Und wenn ich jetzt so mache, dann seid ihr wieder in der Linie. Okay. Gut. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Muss ich sagen. Andererseits muss ich es tatsächlich so perfekt machen. Wie viel haben wir denn an Einheiten? 3, 6, 9, 11. Das heißt, wir können sogar eine schöne Mitte machen. Dann haben wir 10. Dann können wir 5 pro Seite machen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Dann schnappen wir euch so. Zack. Du gehst ein bisschen zurück. Ein bisschen mit R vor. Und die anderen 5 schnappe ich mir und
Verdammt. Das war ein bisschen zu kurz. Das ist zu langweilig. Nee, das passt auch nicht so ganz. So, das müsste jetzt aber passen, oder? Das passt. Besser kriege ich es nicht hin. So, und wenn ich jetzt so mache, dann habe ich hier so eine kleine Mauer. Und jetzt kann ich meinen Trupp nehmen und so hinstellen. Ich bin behindert. Weil der dann das mitnimmt. Und das Ganze nochmal von vorne. Oh, schön, dass ich hier überhaupt nicht cutte oder so. Also, ich cutte hier wirklich nicht. Das ist ja das Schlimme. Scheißdreck. Ah, hier so. 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 Dann brauche ich 5. Hier. Die können sich so bewegen. Zack. Da ist es deutlich leichter als so, weil hier muss ich ja so schätzen, wie weit das ungefähr weg ist. Aber das hat mal wieder perfekt getroffen. So. Okay, also so bin ich auf jeden Fall schon mal gegen Pferde ein bisschen abgeschirmt. Natürlich nicht hundertprozentig, das ist schon klar. So. Vor allem, wenn ich mich jetzt dann so wegbewege, dann im Prinzip kann man auch einfach so über die Flanke dann kommen. Ich könnte jetzt die Flanken auch noch so einstellen, dass es dann, dass sie dann Quadratformation machen, dass sie in alle Richtungen schießen und heilige Makrele, das heißt, die haben einfach eine Linie gemacht. Das ist nicht. Achso, ich dachte schon, kommt ein General jetzt. Aber was hab ich bitte für eine Verstärkung, dachte ich mir gerade. So, weg mit euch. Dahin bitte. Nee, ich hätte ihn halt nicht. Dann geht's halt nicht über Doppelklick dahin. Dafür mache ich so. Ich muss echt auf euch aufpassen. Go, go, go. Was macht ihr da? Ja, wo sind die gerade hingelaufen? Der läuft jetzt einmal komplett zurück. Der ist einmal so anscheinend komplett rübergelaufen. Vor allem gelaufen. Heieiei. Und der General zieht sich bitte noch ein bisschen zurück. Aufgrund der Tatsache, dass wir die Linie jetzt gerade sehr weit nach hinten verschieben. Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Bewaffnete Bürger. Da sind 2 Milizregimente. Da ist der Napoleon. Mit seinem blöden Heißluftballon. Und da kommen verdammt viele Infanteristen. Eieieiei. Oh, vor allem hier Dragonerregiment. Bedeutet auch viel schießen. Aber bedeutet auch, können in die Pflöcke reinlaufen. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt laufen? Verdammt, wenn die immer nicht das machen, was ich will. So, der läuft jetzt. Der ist bereits schon erschöpft, sobald er ankommt. Vor allem, das sind halt ungarische Füsiliere, verdammt. Ja, die Linie ist zu kurz. Ich habe zu wenig Mann, dass ich sagen könnte, ich tue es quer hinstellen. Auf die muss ich jetzt aufpassen. Auf meine Pferde. Es wird auf jeden Fall sehr interessant, wenn man bedenkt hier, dass die Spanier da jetzt gleich noch nachkommen. Na, verdammt, ich kann die Pferde kaum taktisch einsetzen. Weil die Linie kommt und die kommen hinterher gestürmt. Ich müsste jetzt ganz schnell irgendwie da rein und was machen. Aber wenn ich das mache, halte ich die gesamte Linie auf und dann kommt das alles in einem Pulk. Und das ist halt auch nicht unbedingt optimal. Ist halt alles gerade irgendwie scheiße, weil die fucking nochmal in der Überzahl sind. Das bin normalerweise ich. Jetzt muss ich auf einen guten General und gute Einheiten. Yo. Okay. Ja, wobei, alle haben so ein bisschen Erfahrung. Okay. Ich könnte aber tatsächlich einen bewaffneten Bürgertrupp hier raushauen. Generell, die Seiten könnte ich raushauen. Das ist kein Problem. Da könnte ich ganz schnell einfach in die Seiten reinpreschen und das war's. Von hinten. Zack. Das müsste gehen. So, mal gucken. Reagieren nicht, das ist gut. Reagieren nicht, das ist gut. Reagieren nicht, das ist gut.
Ihr habt gerade keine Schallplatte irgendwo, die kaputt ist. Das bin ich, der sich permanent wiederholt. Stopp, 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 stopp. Wie weit sind die? Okay, die dauern noch, die dauern noch. Jetzt muss ich gerade irgendwie beide unter Kontrolle halten. Verdammt! Die haben sie bemerkt! So, in diesen Bürgertrupp rein, das ist gut. Und wieder raus. Raus, 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 bevor die anfangen können zu schießen. Die sind abgefangen worden. Perfekto. Das reicht mir schon. Das reicht mir fast schon, dass die komplett abgefangen wurden. Und jetzt durch zu Napoleon. Komm, durch. Ihr müsst durch. Rein. Verdammt! Jetzt wird geschossen! Ah, verdammt, die Spanier kommen. Oh, oh. Stopp, 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 stopp. Ich kill mich noch wieder durch meine eigenen. Ich sehe schon. Napoleon, ja, please, please, lauf. Komm schon, please. Das muss doch gut gehen. Kill diesen Mistkerl. Kill sie. Killt ihn. Der Typ ist zu oft auferstanden. So, come on. Nein, 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 nein. Ihr lauft jetzt da nicht drüber. Ihr lauft jetzt da nicht drüber. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Perfekt. Tschüss. Raus, 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 bevor die Spanier kommen. Raus, bevor die Spanier kommen. Perfekt. Perfekt darüber gelaufen. Und allein das war worth. Das war's schon wert. So, die Linie, die wehrt sich gerade ordentlich. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber ich habe sehr viele Husaren verloren. Verdammt viele. Ah, da kommen wieder bewaffnete Bürger. Das ist schlecht. Das ist in der Tat schlecht. Und jetzt kommen gleich die Spanier. Oder warten die hier? Nee, die gehen nur ganz langsam. Also das richtige Übel kommt noch. Ich muss eigentlich die Franzosen loswerden, bevor die Spanier kommen. Komm hinten rein. Ah, oh, verdammt! Wieso jagen die uns? Das kann nicht wahr sein. Wieso jagen die Pferde? Das macht keinen Sinn. Und hinten rein. Moralisch. Komplett im Arsch. Ja, im wahrsten Sinne sogar. Jetzt fliehen sie wieder. Weißt du, sie jagen uns, fliehen aber, wenn wir sie angreifen. Das ist sehr interessant. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss die alle loswerden. Komm, 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 komm. Please, mach hinne. Ich muss die loswerden. Und die dürfen jetzt nicht in den Nahkampfangriff kommen. Ich darf gar nicht hier so weit es kommen lassen. Wo lauft ihr denn hin? Das kann nicht sein. Ich hab gesagt, ihr geht da hin. Ja, wenn ihr euch verbackt, dann haut halt ab. Verdammt. Eieieiei, das sind zu viele, das sind zu viele. Ah, Mann, das sind zu viele bewaffnete Bürger. Die Pferde müssen angreifen. Die haben nur Angriffbonus, sonst können die nix. Da kommen halt die Franzosen. Eieieiei, und die Spanier kommen auch schon. Verdammt. Verdammt sollt ihr sein. Yo, alles klar. Also die können von... Wie können die bitte da von den Pferden ausschießen? Das können meine Dragoner nicht. Ja, beritt. Ja, okay, gut, dann. Dann ist natürlich... Ja, gut, der Pferdetrupp ist hier. Der kann nichts mehr. Verdammt nochmal. Ich muss... Aber die treffen auch nichts. Das kann nicht wahr sein, dass meine bewaffneten Bürger... Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Das kann nicht sein, dass die in Teilen einfach besser sind. Ich verstehe es nicht, warum die bewaffneten Bürger genauso gut zielen wie die deutschen Füsiliere. Verdammt nochmal, das ist unrealistisch. Typen, die nicht mal einmal mit ihrer Waffe geschossen haben. So, kusch. Rein.
Mann. Das ist echt ausgeglichen. Das kann nicht wahr sein. So, hin und Moral geben. Oh, das ist sehr gut. Das war nur Miliz. Das ist auch nur Miliz. Warum können die nur Milizen produzieren? Unsere Männer fliehen, das Sir. War's. Dann halt nicht. Komm und motivieren. Oh. Dich motivieren. Hä? Motivieren? Dich. Komm. Woo! Und noch ein bisschen weiter rüber. Rüber. Und sammeln. Und weg. Tschüss. Schönes Ding. Die Husaren. Ja, das macht ihr gut. Jawohl. Traumhaft. Habt ihr super gemacht. Und raus. Bleibt weg. Das ist nicht euer Bier. Ah, Mann, die greifen komplett die eine Flanke an. Aber dadurch, dass jetzt hier der Kampf weg ist, verdammt, ist er doch nicht. Was macht hier die Miliz schon wieder? Weg mit euch. Ihr könnt euch jetzt echt mal verpissen. So. Zack, rein mit der Linie. Wir müssen irgendwie die Linie versuchen zu verschieben. Verdammt nochmal. Hinter. Laufen. Ganz schnell. Ihr sollt da kein Kaffeekränzchen machen. Ihr sollt laufen. Verdammt nochmal. Werd jetzt zum Coach, Mann. So. Jagt sie, tötet sie, macht was immer ihr mit denen wollt. Aber Hauptsache, sie sind keine Problematik mehr für uns. So, komm. Wieder hin und nochmal sammeln. Halt, ich hab das gerade nicht ab. Schönes Ding. Sehr gut, da ist der General dabei. Ach du, jui. Das ist echt keine leichte Schlacht. Also, da hatte ich schon mal leichtere. Aber das habe ich jetzt gerade generell, weil ich voll in deren Territorium halt bin. Das heißt, da kriege ich halt andauernd, weil schnell Truppen nachkommen, kriege ich halt Angriffe ab. Okay, das passt. Oh, schön. Schön. Okay, lass das mal. Das passt. Die fliehen alle. Die muss ich dann angreifen. Das heißt aber auch, dass ich die hier jetzt so herhole. Go. Natürlich sind die wiedergekommen. Die Dragoner sind auch... Oh, die Dragoner sind auch geflohen. Na, endlich. Das heißt, ich kann jetzt... Und vor allem auch vollständig. Das heißt, ich kann jetzt hier... Zack, richtig breite Linie. Juckt ja keinen. Kann ja eh nur die erste angreifen. Oh, Mann. So, jetzt fliehen sie endgültig. Na, dankeschön. Können sie jetzt endlich Feierabend machen. Nee, können sie nicht, weil die ungarischen Füsiliere hier gewaltig unter Druck gesetzt werden. Verdammt. So, that's it. Wunderbar. Die fliehen auch. Das heißt, jetzt kann ich hier mir noch die schnappen. Und that's it. Das war's. Halt. Nein, doch nicht. Die gesamte Linie. Please. Vorrücken. Go. Und ihr macht Feierabend. Doch, der General darf die jagen. General darf die bewaffneten Bürger jagen. Das gibt Erfahrung. Hauptsache, ihr tut nicht darüber. Gibt's da welche? Nein, sehr gut. Also, es hat auf jeden Fall schon geholfen, um den Napoleon zu töten. Also, war es auf jeden Fall den Aufwand wert. Bewaffnete Bürger. Hier ist ein... Oh, der Linieninfanterietrupp. Der muss eliminiert werden. Das ist definitiv zu stark. Damit es leben darf. Damit es leben darf. Komm. Go. Das war's. Alle fliehen.
Aber ich fahre fort und mache Fast Forward. Sehr gut. Und der General ist auch hier tot. Wunderbar. Da ist noch ein Linieninfanterietrupp. Dann jagt lieber den. Die sind alle müde, ich weiß. Na und? Das sind eure Pferde, nicht ihr selber. Auch wenn der Arm vielleicht nach einer Zeit ein bisschen schwer wird mit dem Schwert, ne? Aber, jo, das kann ja ich nicht wissen, ne? Ah, Mann, jetzt macht mal hinne hier. Macht mal hinne, schalalala, mach. Oh, jetzt nur noch der eine. Ja, wie wär's, wenn ihr einfach mal schnell zu dem hinrennt? Dankeschön. Siehst du, man stellt sie einfach hin und der macht schon. Der macht ganz automatisch, ne? So, dann zu dem Linieninfanterietrupp bitte. Weil die sich anscheinend hier jetzt gedacht haben, ich habe Feierabend. Dem ist aber nicht so. Da gibt es noch einen bewaffneten Bürgertrupp. Achso, die haben auch keinen Bock mehr. Der General hat keinen Bock mehr. Ja, ist super. Wunderbar. Dann greif, dann mach damit. Komm. Hab ein bisschen Spaß. 3. 1. Weg. Okay, dann halt nicht. Dann greif hier noch mit ein. Und tschüss. Hey, der steht wieder. Der hat sich gewehrt. Oh, jetzt geht das Wettrennen los. Wer kriegt den letzten? Und da ist der letzte. Ich glaube, der Generalstab hat ihn bekommen. Boah, 2122 Verluste. Aber ich habe auch mit 470 Verlusten... Ja, ich habe einen kompletten... Ja, im Pferderegiment habe ich verloren. So, die habe ich entfernen können. Die Franzosen kommen nach und tun hier ordentlich meine Handelsroute blockieren. So what? Ich verdiene genug. Berlin, ja, sieht gefüllt aus. Aber das Brandenburger Tor haben sie immer noch nicht gebaut. Oh, verdammt, jetzt haben sie es angegriffen. Und eingenommen. Alter, was machen die Preußen denn da? Heieiei, vor denen habe ich Angst. Vor denen habe ich ein ganz klein bisschen Angst jetzt. Müsste ich mich eigentlich innerhalb Landes rüsten jetzt mehr. Allein aus Vorsicht. Allein als Vorsichtsmaßnahme müsste ich jetzt einen Trupp machen, der kein Offensivtrupp ist, sondern ein kompletter Defensivtrupp. Reserve sozusagen. Ja, die ganzen Einer-Trupps, die kommen jetzt auch mal. Ja, die kommen dann in Barcelona oder Pamplona zusammen und dann werden sie nervig. Sobald es mal 8 oder 10 sind. Das wird dann richtig nervig. Und da unten kommt schon wieder einer aus Gibraltar. Hei, ja, 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 gut, da werden ja genug getötet. Ich frage mich ja nur, wo die ganzen Männer herkommen. Was zum Teufel? Wo laufen die hin? Die laufen einmal komplett da außen rum. Das lohnt sich. Hey, merkt man, die wollen nicht Paris angreifen. Oh, jetzt stellen sie sich schon wieder dahin. Zur Verstärkung. Ein Agent wurde rekrutiert, nachdem der letzte... Oh, come on. Ja, gut, dann kundschafte mal Istanbul aus hier. Komm. 50% Infiltration. 66%. Ja, schon eher. So. Noch einer in Bayern. Heieieiei, jetzt geht's aber los. Dann Belgrad infiltrieren. Noch einer. Alter, was ist jetzt los? Österreich, und der ist vor allem auch nicht schlecht. Der kann mal runter nach Athen. Alter, was habe ich denn gemacht? Sind Dutzende gestorben wegen Alters oder was? Ich kapiere nicht, was ich jetzt anders gemacht habe. Ich meine, hallo? Und die stellen wir einfach vor Istanbul, das reicht.
Ja, eigentlich ist der zu schade dafür, aber... Hessen wurde vernichtet. Oh, Heeresakademie in... Ah, daran könnte es vielleicht liegen. Mehr nationales Prestige. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Oh, scheiße, das hat geknackt. Eieieiei. Heeresakademie ist fertig. Militärakademie in Paris ist fertig. Einige Kopfsteinpflaster. Ah, die ich habe die Geheimgesellschaft jetzt gebaut anstatt der Schule. Deswegen habe ich ungefähr mal so viele dazu bekommen. Ja, dann machen wir gleich mal die Freimaurerloge. Ah, Kürassiere in München. Ja, traumhaft. Das ist schön. Ja, dann mal los, ne? Treffen in Marseille. Go, go. Und ihr da... Ihr greift Toulouse an. Halt! Moment. Zunächst einmal, please. Kommst du... Nein, du kommst nicht dahin. Gut, dann geht alleine. Go. Besetzen, belagern und was sonst noch dazu gehört, ne? Rein. Befehl ist rein. Sardinien sind zwei fertig. Einer geht bitte hier in den Hafen. Hier kann ich jetzt die Marine schnappen und... Ich hoffe, euer Bildschirm ist gut genug, aber ich kann nicht weiter ranzoomen. Es reicht ganz knapp nicht. Dementsprechend, leck mir am Arsch, lass euch hier runter. So, tschüss. Geht weg. Tschüss. So, Rekrutierung. Passt, ist alles fertig. Eigenschaft erhalten. Hui! Da habe ich einige Sachen bekommen. Eieiei, aber immer noch nein. Sehr viele Schwache und auch die Linieninfanteristen. Weißt du, das geht... Diese ganzen Verstärkungen, die da kommen, das ist richtig ätzend. Aber es ist halt einfach ein Witz, wenn man das überlegt. So, also die gehen jetzt da komplett außen rum. Das heißt, die werden wahrscheinlich hier noch so um den Fluss rumlaufen und versuchen, auf diesen Pfad hier zu kommen. Also werde ich sie hier abfangen. Außer sie gehen so rum und so rum. Aber dann habe ich nochmal eine Runde, um so rum zu gehen. Die kommen nicht dahin, wo sie wollen. Das lasse ich nicht zu. Ah, ja, das macht schon Spaß, mit denen zu spielen. So, was haben wir denn hier so Feines? Also, wir haben Staatspropaganda. Nein, keine Staatspropaganda, Heidelberg. Nein, aus. Wir machen Eisenbeschläge. Machen wir Eisenbeschläge? Oh, dann könnten wir ein Panzerschiff machen. Aber auch Forderungen nach Reformen, das will ich eigentlich nicht. Massenproduktion. Wir ist gerade in Graz im Machen. Dann könnten wir einheitliche Bewaffnung machen. Und das würde... Was ermöglicht einheitliche Schiffsbewaffnung? Aha, okay. Na gut. Dann kann man das halt damit, ne? Aber 80er Dampfschiff. Was kann denn das dann? Das 80er Dampfschiff, ist es dann besser als die 74er, als die 74er Linie? Also die wir hier haben. Das 74er Linienschiff. Könnte ich mir vorstellen, dass das besser ist. Na. Aber das wird sich dann schon zeigen. Vor allem, 74er heißt wahrscheinlich 74 Kanonen, so ungefähr. Und 80er heißt 80er. Gezogene Kanonen, oh, ist auch nicht schlecht. Zündhütchen, das heißt, ah ja, boah, 50%, das ist schon einiges. Das ist weniger wegen Regen und so, ne? So, Heidelberg, Staatspropaganda macht uns im Ausland halt wieder unbeliebter, ne? Aktuell haben wir eine sehr gute Position aufgrund von diplomatischen Beziehungen wegen Dialektik. Genau. Staatspropaganda würde, ja, das würde hier plus 1 Zufriedenheit aller Klassen, plus 1 Moral in Gefechten, aber das machen wir ganz zum Schluss. Wenn dann eh uns keiner mehr was kann. Dampfschifffahrt. Propellerschraube. Verdammt, für die 80er Dampfschiffe brauchen wir ordentlich was. Brauchen wir das Beste vom Besten, Propellerschraube und einheitliche Bewaffnung. Nicht schlecht. Können wir ja mal nachgucken hier im Bau. Genau. Raddampferfregatte, 50er Linienschiff, 38er Dampfschiff.
Ach, ermöglicht Rekrutierung und die Verstärkung von 80er Dampfschiff. Diese Einheit ist derzeit nicht verfügbar, fordert einheitliche Bewaffnung und Propellerschraube. What the fuck? Okay, das braucht einiges. Das braucht definitiv einiges. Ist nicht so geil. Das heißt, da arbeiten wir auf jeden Fall mal hin. Die Stunde ist vorbei. Wir haben eindeutig nicht das erreicht, was ich wollte. Weil uns, glaube ich, weil ich erstens mal zu neugierig und zu langsam war. Und zweitens uns die Spanier doch in einigen Belangen ganz schön geärgert haben. Und ja. Warte mal. Würden wir zur Verstärkung dahin kommen? Na, ist mir zu riskant. Außerdem ist es nicht wert. So, die sind unterwegs. Was können wir denn hier noch so ausbauen? Beziehungsweise, wie sieht die Planung jetzt aus? Also, Planung war ja für diese Folge bereits. Die beiden Gebiete steht auch weiterhin. Palma, weiß ich nicht, ob wir die nächste Folge bereits einnehmen können. Das erfordert noch einiges an mehr Vorbereitung. Die 74er Linienschiffe, die muss ich irgendwie in Sicherheit bringen. Die sind ja nächste Runde hier die beiden fertig. Die kann ich dann wieder zum Einsatz hier losschicken. Das ist wunderbar. Die beiden Inseln sind in der Hinsicht gedefft. Was will man da mehr machen? Die Häfen sind dicht. Klar kann man da landen und klar habe ich dann keine Chance, aber so what, dann tue ich es halt wieder einnehmen. Ist halt kacke, aber die sind momentan nicht in der Lage, hier irgendwie was von mir einzunehmen. Würde ich jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Die haben momentan nicht die bequeme Situation, dies zu tun. Also Spione sind alle positioniert. Ich sehe, was hier kommt. Das heißt, die zwei Runden haben sie noch. Der Trupp wird auf jeden Fall sehr geschwächt sein. Das heißt, ich bin erstmal einen Trupp los. Ganz klar. Das ist leider so. Aber schlussendlich, es bringt gar nicht so lange hier rumzureden. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Ist ja nicht selbstverständlich. Und trotzdem, yo, würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Deswegen, ciao, bis zur nächsten Folge.